Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wechselstrom ist unser Thema. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir unliebsame Leistungsanteile, wir nennen sie Blindleistung, wegbekommen. Ja, wir wollen sie kompensieren. Wir sprechen über Blindleistungskompensation. Ja, hier wir eigentlich zwei Methoden erwähnen, wobei nur eine wirklich wichtig ist, deswegen machen wir die ausführlicher. Die eine will ich nur erwähnen. Und ich werde auch nur eine Schaltung vorzeigen, nämlich eine, die für die Anwendung relativ häufig vorkommt. In Netzen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber als Anwender vor den Strom kommt es relativ häufig vor. Wir werden nämlich über die Blindleistungskompensation von einer Serienschaltung von R und L sprechen. Ja, also ich habe das hier aufgezeichnet. Warum kommt das eigentlich in der Anwendung so häufig vor? Nun, ein Motor ist sowas. Ja, ein Motor hat große Induktivitäten drin, da sind Wicklungen drin, da sind Spulen drin. Also es hat ein großes L, es hat natürlich auch ein R. Das heißt, der Motor schaut schon so aus und oft möchte ich eben die Blindleistung von solchen induktiven Lasten kompensieren. Die Blindleistungskompensation von kapazitiven Lasten funktioniert ähnlich, nur eben anders. Ja, genau, aber ich denke, es wird nachher klar sein. Wir haben über diese Serienschaltung von R und L ja auch einmal gesprochen und da hat es so ausgesehen, ja, dass man sagt, da haben wir einen Strom, da haben wir eine Gesamtspannung und das UER ist mit dem Strom in Phase und das UL ist eben 90 Grad voreilend dazu. Und in Summe gibt es eben da ein Phi, ja, ein Winkel zwischen Strom und Spannung. Nun, das übertrage ich jetzt einfach hier, nur mache ich das so, dass ich das praktisch in einen anderen Zeitpunkt einzeichne hier. Also das ist ja praktisch mein U hier. Mein U, das geht da rum. Das ist jetzt diesmal eine reale Größe, mein U. Da ist mein U. Ich habe dann hier den Strom IRL durch meine Serienschaltung und der hat halt einen gewissen Phasenwinkel zu meinem U. Ja, zeichne das da OE. Das ist der IRL. Und hier haben wir eben den Phasenwinkel, den Phi IRL. Schaut dazu aus. Ja. Wie teilen sich also mit diesen Spannungen, mit diesem Phasenwinkel jetzt die Spannungen auf? Nun, der UR ist in Phase mit Strom, also der geht da auf und da 90 Grad dazu, schätze ich mal, hoffentlich ist es mir gelungen, da haben wir 90 Grad. Ja, also hier haben wir praktisch noch das UR und da 90 Grad dazu auf. Ob es mir hundertprozentig gelungen ist, weiß ich nicht, aber es ist nicht so schlecht. Ja. Da haben wir das UL. Ja. Und jetzt, das ist die Situation. Das ist praktisch genau das gleiche, wie wir da gehabt haben, nur halt so gedreht und vielleicht die Längen sind ein bisschen anders, aber wurscht. Ja. Gut, jetzt kann man, was müssen wir eigentlich machen? Ja. Wir wollen den Strom und die Spannung in Phase bringen. Ja. Dann steigt nämlich, oder dann sinkt eigentlich der Blindleistungsanteil. Ja, das haben wir ja gesehen, dass je größer der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung ist, desto ärger wird es. Und bei 90 Grad haben wir dann nur mehr Blindleistungsanteil. Da haben wir einen Leistungsfaktor gehabt mit Cosinus Phi. Ja, so schaut das aus. Also was wir auch noch für sich haben, ich zeichne das gleich mal auf. Wir haben hier praktisch dann eine Scheinleistung. Das ist das S, SRL. Und das SRL ist die Länge von der Scheinleistung, das ist ja U mal IRL. Das ist die Länge von der Scheinleistung. Und die hat sich ja aufgeteilt in einen Wirkleistungsanteil, P. Und einen Blindleistungsanteil. Und die hat 90 Grad. Jetzt zaubert die dann ein bisschen, indem ich den Pfeil da ein bisschen spitzer mache. So, sind wir schon fertig.
Und da haben wir das Q-Ale. Und da dazwischen haben wir eben unseren 4-Ale. Schön. Ja? So sieht das Leistungsdreieck für diese Sache aus. Ja? Wie gesagt, wenn das 4L dann 0 wird, dann wird das SRL eben, geht also nach unten und die Blindleistung wird weniger. Das ist an und für sich das Ziel. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, hey, warte mal, wenn ich praktisch das UR und das U da mehr in Phase bekommen will, na, dann brauche ich halt da eine Spannung, die nach unten geht, eine Spannung, die 90 Grad dem Strom nacheilt. Das ist ja ein Kondensator und ich schalte hier einfach einen Kondensator in Serie und dann draht man das schon zu. Ja, ich hole mir praktisch den Strom her. Ja, oder die Spannung drehe ich in den Strom eigentlich. Ja, indem ich eine zusätzliche Spannung hier generiere, dann drehe ich eigentlich die Spannung nach unten hier, ja, indem ich eine dritte Spannung hier in Serie habe, die in diese Richtung zeigt, ja, dann drehe ich die Spannung hier runter zum Strom. Serienkompensation heißt das, mit einem Kondensator in Serie. Funktioniert. Ja. Blindleistung kann man kompensieren. Geht weg, muss so sein. Ja. Was aber noch passiert an und für sich ist, durch diese zusätzliche Spannung, die ich hier im Kondensator habe, ändert sich die Spannung an meinen RL. Ja? Jetzt nehmen wir an, unser RL ist ein Motor. Ja? Mit dem Motor wollen wir mit einer konstanten Spannung betreiben. Ja? Der hat die Spannung, die führt mir zu. Ja? Wenn ich jetzt ein Element dazu in Serie schalte, dann habe ich dort einen Spannungsverlust. Ja, und die Spannung am Verbraucher ändert sich. Deswegen wird Serienschaltung eigentlich sehr selten angewandt. Ja? Was wir machen können an und für sich ist, dass wir Parallelschaltung machen. Ja, also wir schalten hier einen Kondensator parallel dazu. Das ist die sogenannte Parallelkompensation. Ja, da haben wir einen C. Das heißt, wir haben jetzt hier auch einen IC. Ja, und in Summe haben wir ein gesamtes I. Wie schaut jetzt der IC aus? Ja? Der Strom an einen Kondensator ist um 90 Grad voreilend. Das heißt, mein IC an und für sich müsste in diese Richtung nach oben sehen. Ja? Zeichnet jetzt da eine gewisse Länge ein. Das ist der IC. Ja? Der hat da 90 Grad zu der Gesamtspannung. Weil die Gesamtspannung liegt da dran. Das ist die Gesamtspannung. Also muss der Strom so ausschauen. Wie schaut jetzt der Gesamtstrom aus? Nun, wir haben dieses Parallelogramm hier. Und da sehen wir, der Gesamtstrom zeigt jetzt eher in die Richtung. Also da ist der I. Und mein Phasenwinkel, hier, der Phasenwinkel hier, Phi gesamt, der ist kleiner geworden. Der ist kleiner geworden. So, jetzt haben wir hier zwischen Strom und Spannung am Kondensator einen Winkel von 90 Grad. Das heißt, der Kondensator hat nur Blindleistung. Kondensator hat nur Blindleistung. Das heißt, meine Wirkleistung für diese gesamten Schaltung werde ich nicht angreifen. Wenn wir uns das hier in diesem Leistungsdreieck anschauen, dann wären wir praktisch hier, wir haben den Winkel reduziert, ja, dann wären wir hier mit einem S-Gesamt aufwachen, da haben wir diesen kleineren Phi-Gesamt, ja, und es bleibt über ein Q-Gesamt. Das ist, ja, so funktioniert das. So funktioniert Blindleistungskompensation, parallele Blindleistungskompensation.
Jetzt wollen wir uns noch ansehen, ja, wie groß muss denn der Kondensator jetzt sein, dass ich hier halt klein werde oder einen gewissen Wert erreiche. Manchmal ist es auch wichtig, einen gewissen Wert zu erreichen, nicht null. Ja. Manchmal will man das. Schauen wir uns das kurz einmal gemeinsam an. Ja. Also ich habe hier eben, nehmen wir nur das Fette, also das Ursprüngliche. Ja. Ich habe hier mein QRL. Ja. Und mein QRL ist nichts anderes wie mein SRL mal den Sinus von dem Winkel. Ja. Gegenkathete durch Hypotenuse ist Sinus. Ja. Sinus von 4L. Ja. Das PRL, das haben wir eh schon öfter aufgeschrieben, oder das P eigentlich in diesem Fall, weil ja das sich nicht ändert. Das P ist SRL mal diesen Leistungsfaktor, den Cosinus Phi RL. Ja. Da unten kann ich mir also ausrechnen, daraus folgt da, SRL ist P dividiert durch Cosinus 4L. Das setze ich da oben ein. Da oben haben wir also, das ist P mal Sinus 4L dividiert durch Cosinus 4L. Sinus durch Cosinus der Tangens. Das heißt, wir haben da eigentlich stehen P mal Tangens 4L. Hätte man auch gleich ablesen können, weil Gegenkathete durch Rangkathete, Tangens, Back. Ja. Normale Winkelfunktionen. Ja. So, haben wir das. Ja. Dann schauen wir uns das Gesamte an. Das ist praktisch genau eine Kopie praktisch davon. Ja. Also das Q-Gesamt, ja, ist das S-Gesamt mal Sinus Phi-Gesamt. Okay. Das P wieder, das P hat sich ja nicht geändert, ja, ist das S-Gesamt mal Cosinus Phi-Gesamt. Gleiche Schmäh wie vorher, daraus folgt dann für sich, dass das Q-Gesamt gleich P mal Tangens Phi-Gesamt ist. Also gleiche Umformung hier, kommen wir zum gleichen Ergebnis, nur mit einem anderen Winkel. So, was ist jetzt meine gewünschte Blindleistung von meinem Kondensator? Nun, das da, der Unterschied dazwischen. Das heißt, das von hier nach hier. Das will sein mein QC. Da muss mein QC hin. Das heißt, mein QC an und für sich ist das QL minus den Q-Gesamt. Setzen wir das ein. Ja. Das heißt, wir haben hier QL P mal Tangens 4L minus P mal Tangens Phi-Gesamt. Jetzt kann ich das P herausheben. Das ist also P mal Tangens 4L minus Tangens Phi gesamt. Gut, das ist also die Blindleistung, die an meinem Kondensator zu entstehen hat. Hm? Haben wir das ein bisschen hergeleitet, ist einfach der Unterschied da dazwischen. Ich hoffe, es ist klar. Ja, es schaut jetzt komplizierter aus, wie was ist. Finde ich. Ja. Nun, wie berechnet sich die Blindleistung des Kondensators? Wir haben ja gesagt, der Kondensator hat nur Blindleistung. Das heißt, die Länge der Blindleistung, QC, an und für sich, ist das U mal dem IC. Das ist die Länge der Blindleistung. Und das IC, Ohmsches Gesetz, ist U durch R, also U durch Widerstand, und der Widerstand ist ja 1 durch Omega C. Also ist es U mal Omega C.
Wenn ich diese zwei Sachen jetzt zusammenziehe, steht hier praktisch QC ist gleich U mal Omega C. Das sind also U Quadrat mal Omega C. Und jetzt habe ich hier QC ist das da und QC ist das da. Ja, jetzt kann ich mir das C hier für QC ausdrücken. Das heißt, mein C, machen wir für sich, fallst du mir nicht, Alter, der Stifterl. Ja, mein C ist gleich dieses QC dividiert durch U Quadrat mal Omega. Diese Gleichung umgeformt. Ja, also QC durch U Quadrat durch Omega. Dann gibt es das. Und jetzt setze ich das da statt ein QC ein. Ne? Das sind also P, da oben habe ich P, wo ist der braune Stift? Hier. P mal. Ja? Tangens 4L, wo ich herkomme, minus Tangens Phi gesamt, wo ich hin will, dividiert durch die Spannung zum Quadrat mal der Winkelgeschwindigkeit der Schwingung. Ja. Dieser Kondensatorwert, für diesen Kondensatorwert bräuchte ich, um eben die Blindleistung hier auf dieses Phi gesamt zu bringen, um die Phasenverschiebung auf dieses Phi gesamt zu bringen. Blindleistungskompensation. Wie gesagt, parallele Blindleistungskompensation ist häufig, da man hier die Spannungen am Verbraucher nicht verändert. Sollte es eine kapazitive Last sein, also hier ein C, dann muss ich halt da kein C verwenden, sondern ein L, aber dann geht's auch. Ja? Geht es auch. Also eigentlich funktioniert das Ganze so, wenn das L an Strom braucht, liefert das C das und wenn das L praktisch an Strom hergeben will, nimmt das C das auf. Das C ist so eine Art, es funktioniert eigentlich ziemlich ähnlich wie so ein Stützkondensator für irgendwelche Lastspitzen. Gell? Also, und die Lastspitze ist halt dadurch das L verursacht. Und wenn das halt periodisch passiert, dann sind das eben so Blindleistungen. Gell? Aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Blindleistungskompensation. Das war's mit Wechselstrom. Mehr will ich über Wechselstrom nicht erzählen. Was jetzt noch dazu kommt, ist Drehstrom. Jetzt haben wir Gleichstrom gehabt, jetzt haben wir Wechselstrom gehabt. Und es gibt jetzt eine neue Serie an Videos über Drehstrom. Was ein Drehstrom ist, was dort sich da dreht und ob das etwas zu tun hat mit irgendwelchen links- oder rechts drehenden Bazillen in irgendwelchen Joghurt. Hat's nicht. Ja. Ich hoffe, ich habe gespoilert. Ja. Ja, aber was Drehstrom ist, kann man sich in dieser Serie von Videos ansehen. Wenn man will. Ja. Muss man nicht. Aber ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.